erstes großes Entscheidungsspiel im Olympischen Eishockeyturnier. Sowjetunion gegen Schweden. Die sowjetische Mannschaft spielt von links nach rechts. Für Besitzer von Schwarz-Weiß-Geräten, sie sind ganz in Rot. Blau-Gelb, die Schweden, sie greifen an. Auf der rechten Seite Tommy Bergmann, Schuss. Ragulin, noch immer dabei. Er wiegt bereits 105 Kilo. Virsov. Die erste Linie ist auf dem Eis, die Linie von ZSK Moskau. Der deutsche Schiedsrichter Bader hat hier getrennt. Anlässlich der letzten Weltmeisterschaften, die in der Schweiz stattgefunden haben, kamen die Russen gegen Schweden im ersten Kampf zu einem glatten 8:0 Erfolg. Im zweiten mussten sie es schon billiger geben. Allerdings stand da nicht mehr sehr viel auf dem Spiel. Dieses Match endete 6:3. Abrahamsson. Und Bulli. Die Scheibe war von Stig Johansson blockiert. Palmquist hat versucht, an die Scheibe zu kommen. Malzev, abgewehrt von Honken Palmquist. Wieder hat Palmquist die Scheibe verloren. Spiel über zwei Linien. Unerlaubter Weitschuss. In der russischen Mannschaft jetzt die zweite Linie mit Malzev, Jakuschew und Schadrin auf dem Eis. In der Verteidigung Davidov und Kapitän Kuskin. Von Lindberg. Es ist hier 11:55 und so knapp vor dem Mittagessen scheinen den Japanern auch Eishockey-Genüsse nicht sonderlich zuzusagen. Die Halle ist bestenfalls zur Hälfte gefüllt. Östling an der Scheibe. Nachdem er Östling. Und Abseits. In der Verteidigung bei den Schweden jetzt Tommy Bergmann und Kjell Rune Milton. Ein gefährlicher Schuss von Sigankov. Offenbar muss Tommy Bergmann vom Eis.
für 2 Minuten wegen Stoßens mit dem Ellbogen. Die Russen haben jetzt den ersten Angriff, den bisher erfolgreichsten im Spiel, mit Arlamov, Birdov, Nikolov. Birdov beim Bulli. Abrahamsson. Unerlaubter Weitschuss bringt etwas Zeit, besonders dann, wenn man tempiert zu schießen versteht, so also, dass die Scheibe sehr langsam den langen Weg nimmt. Abseits. Und zwar war es Björn Palmqvist, der nicht warten konnte bei diesem Durchbruch von Stig Johansson. Die Maltsev-Jakuschew-Schadrin-Linie ist wieder auf dem Eis bei den Russen. Sigankov wurde ebenfalls auf die Strafbank geschickt. Behinderung ist der Ausschließungsgrund für 2 Minuten. Toller Salto war das. Und zwar von Tommy Abrahamsson. Hat allerdings dabei offenbar etwas abbekommen und hat sich auf die Bank begeben. Guter Schuss von Lundström. Schöberg, schlechter Pass von Schöberg und ein Schuss von Lutschenko. Lundström wurde da gecheckt. Kretjak hat die Scheibe zu lange gehalten, Bulli im Abwehrdrittel des sowjetischen Teams beim Stand von 0:0. Es sind noch knapp 16 Minuten zu spielen in diesem ersten Drittel. Beide Mannschaften mit nur je 4 Spielern im Feld. Norlander. Johansson. Und Palmqvist hat geschossen. Maltsev. Wieder Norlander. Ist aufgelegt für Abrahamsson, aber der hat das nicht richtig mitgekriegt, zeitgerecht. Hoppla, das war jetzt ein Bodycheck, der nicht ganz sauber war.
Stockcheck eines Schweden. Und damit kommt er für 2 Minuten auf die Strafbank. Es dürfte Palmquist sein. Nein, es ist nicht Palmquist, sondern Tommy Bergmann. Hans Lindberg ist also endgültig, der auf die Strafbank musste. Karlamov wieder einmal. Karlamov nach Vorarbeit von Birdov. 1:0. Zur Zeit Honken ist aus dem Tor herausgekommen. Aber jetzt erst kann ich erkennen oder konnte ich erkennen, dass es Christa Abrahamsson ist, der im Tor steht. Wir sitzen ganz oben am Dach. Wir sehen das Bild nur so klein wie Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm. Und es ist wirklich schwer, Spieler einwandfrei zu erkennen, besonders dann, wenn sie Masken tragen oder Kinnschützer. Gefährliches Break. Glück für Abrahamsson bei diesem Schuss von Mischakow. Johansson. Und wieder wird ein Spieler ausgeschlossen. Diesmal hat es Lutschenko erwischt. Die Schiedsrichter Bader und Kenyon aus den Vereinigten Staaten von Amerika scheinen also gewillt zu sein, keinerlei Unfairness hier aufkommen zu lassen. Sie greifen sehr hart durch, denn es wird ja auch, wie Sie genau gesehen haben, sehr hart gespielt. Beim Bulli, Petrov und Östling. Die Schweden haben jetzt die Majorität. Ålberg. Immer Ålberg. Danke.
Hilton hat den Stock verloren, dann ein bisschen geboxt. Östling hat hineingespielt, Lindberg. Die Skandinavier versuchen natürlich ihre numerische Überlegenheit auszunutzen. Östling, Fehlschuss von Lindberg. Und jetzt Eising, unerlaubter Weitschuss. Bulli vor dem Tor, Tretjaks, also vor dem Tor der sowjetischen Mannschaft. Hier der schwedische Zuschauerblock, es gibt allerdings auch einen sehr starken russisch-sowjetischen. Palmquist. Tommy Bergmann. Pettersson. Ist immer Pettersson. Das war jetzt schlampig gespielt. Und die sowjetische Mannschaft ist wieder komplett. Weitschuss. Der stärkste sowjetische Angriff ist auf dem Eis. Der Schuss kam von Sigankov, Beersow. Gegen Hammerström. Hammerström. Johansson. Wieder Hammerström. Birgert. Sigankov, Eising. Thank you.
gut gemacht von Mats Lind. Noch immer Lind an der Scheibe. Lind. Und Lindberg versucht ranzukommen. Die Schweden kämpfen sehr geschickt. Faustschlag dabei von Jetzt geht's richtig los. Petrov wird attackiert, weil er Abrahamsson ins Tor hineingedroschen hat, möchte ich sagen. Inzwischen haben sich die Gemüter wieder beruhigt. Nein, nein, noch nicht ganz. Christa Abrahamsson geht zum Mannschaftsarzt, lässt sich mal anschauen. Der Bader ist dabei. Abrahamsson ist unverletzt, das Spiel kann weitergehen. Die Mannschaft der Sowjetunion führt mit 1:0 durch ein Tor von Karlamov. Sind noch 9 Minuten und 7 Sekunden zu spielen. Das war jetzt Glück für die Schweden. Guter Pass, Palmquist. Pettersson. Davidov. Und Milton hat abgewehrt. Davidov. Jakuschew. Nordländer. Das ist die 10. Weltmeisterschaft, an der der lange Verteidiger teilnimmt. Bert-Ola Nordlander, Spieler mit der Nummer 5 bei den Schweden. Im Bild mit Nummer 5 Alexander Ragulin. Und Bulli im Verteidigungsdrittel der Schweden. Erster Angriff der Russen auf dem Eis. Kalamov. Und das gibt Bulli. Birsov. Immer Birsov.
Nilsson. Eine Riesenchance jetzt für Lundström. Lundström mit Nummer 11. Lind und Lindberg auf dem Eis bei den Schweden, im schwedischen Angriff. Lindberg. Noch immer Lindberg. Schöberg. Hinüber zu Stig Östling. Bastian Nilsson. Gut gemacht von Nilsson. Lutschenko führt die Scheibe heraus. Ein gefährlicher Schuss von Schadrin. Sind über das ganze Stadion verteilt. Johansson. Unerlaubter Weitschuss. War das ein Spiel der Betreuer? Man hat den Gegner Journalisten getrachtet, aber inzwischen haben sich die Mannschaften praktisch neu auf dem Eis formiert. Jetzt die Lundström-Linie da. Und hier Firsov. Karlamov. Wieder Harlamov. Milton. Ragulin. Harlamov. Das ist Hammerström zu Milton. Wickberg, abseits. Ganz klar. Und zwar war es Lindberg, der
frühzeitig oder zu früh über die blaue Linie in das Angriffsdrittel der Schweden hineingefallen ist. Lindberg war das, kurz an der Scheibe Lutschenko. Das war ein Fehler von Östling, hätte wahrscheinlich besser getan, wenn er auf das Tor geschossen hätte, aber die Schweden sind noch da. Und zwar ist es Schöberg. Greifen sehr geschickt und sehr gefährlich an und an der Härte, mit der die Russen dieses Spiel in der Verteidigung bestreiten, erkennt nun, dass sie die Gefahr, die von dieser jungen skandinavischen Mannschaft kommt, erkannt haben. Es sind noch 3 Minuten und 40 Sekunden zu spielen. Die Sowjetunion führt durch einen Treffer von Charlamov mit 1:0. Pettersson. Wieder Pettersson. Lindberg im Kampf. Pettersson. Ballenbiss hat da hineingeschlänzt. Wieder ist die erste sowjetische Angriffslinie auf dem Eis. Das war ein toller Schuss von Tommy Abrahamsson. Nordlander. Und hier ist das Break. Sehr gefährlich. Birsow. Er hat aber zu früh triumphierend den Stock in die Höhe geworfen. Hornquist, wieder Birsow. Nordlander. Sehr gut geschossen von Petrov. Großartige Abwehr von Christer Abrahamsson. Aber die Schweden haben einige Mühe, sich zu befreien.
Eising. Ganz kurz hatten wir auch Oberst Tarasow im Bild, den Cheftrainer der sowjetischen Mannschaft. Von Tommy Bergmann. Scheibe an der Bande blockiert, das gibt's Bulli. Noch 58 Sekunden bis zum Ende des ersten Drittels. Die Sowjetunion führt mit 1:0. Davidov. Hineingespielt von Östling. Wieder Davidov. Kuskin, der Kapitän, hat die Scheibe an Nilsson verloren. Schöberg. Wieder Nilsson. Maltsev. Noch immer Maltsev. Schuss von Jakuschew. Knapp daneben. Bulli vor dem Tor der Schweden. Schadrin und Wickberg stehen einander gegenüber. Und das ist das Pausenzeichen. Erste Drittel ist zu Ende.
dass Hans Lindberg aber keine Mühe für Tretjak. Lindberg, Nilsson. Und ein toller Schuss jetzt von den Schweden gegen Attacke der sowjetischen Mannschaft und Eising. Steht nach wie vor 1:0. Schütze des bisher einzigen Treffers Karlamov. Und zwar im ersten Drittel nach 5 Minuten und 23 Sekunden. Uns im Bild mit der Nummer 19, der junge Hammerström, sehr, sehr schneller Mann. Lundström, Ragulin, Petrov, Blinov fährt daneben. Lundström, und was hat es da gegeben? Nicht genau erkennbar im Augenblick. Aber möglicherweise muss Milton auf die Strafbank wegen Cross-Checkings. Ja. Der Schwede Milton für 2 Minuten auf der Strafbank. 3 Minuten und 5 Sekunden sind vergangen. Und das sowjetische Team besitzt wieder einmal die Majorität auf dem Eis. Der bisher erfolgreichste Schütze des Turniers. Jetzt ist aus dem Bild gekommen Karlamov. Neben mir der Kommentator von BBC, Alan Weeks, sagt Charlamov, und daher auch bei uns immer wieder der Fehler, dass wir Charlamov fragen, aber ich habe mich extra noch vergewissert, er nennt sich selbst Karlamov. Schweden, das habe ich schon gesagt, eine relativ junge Mannschaft. Eine Mannschaft, die bisher gut mithalten konnte. Sie hat jedenfalls im ersten Drittel öfter auf das sowjetische Tor geschossen als die Russen auf das schwedische. Lutschenko, ein Bombenschuss. Nordlander hat abgewehrt. Romiszewski hat die Scheibe verloren. Die Stürmer müssen heraus. Und wieder Abrahamsson. Romiszewski. Birsow. Hinten hat Petrov gelauert. Gegenattacke. Und zwar war das Håkan Pettersson. Karlamov wird nicht gerade sanft behandelt. Petrov ist an den Tatort geeilt und wieder mal eine kleine Boxeinlage. Petrov, der Mann mit der Nummer 16. Aber es klärt sich wieder alles. Eine ruppige Partie bis jetzt. Und durch diese Heftigkeit leidet auch das Spielniveau etwas. Es gibt wohl Dramatik, aber doch nicht
jene gekonnten Kombinationszüge, die wir gerade von der sowjetischen Mannschaft erwartet haben. Abgewehrt dieser Schuss von Lutschenko. Wieder Lutschenko. Da dürfte jetzt Christa Abrahamsson etwas abbekommen haben. Schöberg ist bei ihm, hier die Wiederholung in Zeitlupe. Schöberg und Stig Östling bedrängen ihre sowjetischen Gegner, in diesem Fall Alexander Jakuschew. Das ist ja auch nicht gerade ein kleiner, sondern ein sehr stämmiger Spieler. Und hier kommt der Mannschaftsarzt der Schweden und bemüht sich um Christa Abrahamsson. Wir wollen nur hoffen, dass nichts Ernsthaftes passiert ist. Er scheint zu prüfen, ob es eine Reaktion der Augen gibt. Das würde auf Gehirnerschütterung hindeuten. Oder gibt es nur hier einen Schock zu überwinden? Tretjak, Nachfolger von Konowalenko und Butschkow im Tor der sowjetischen Olympiamannschaft. Ein Könner von hohen Graden, Mitglied der Armeemannschaft. Sollte ihm etwas passieren, dann würde zum ersten Mal in der Nationalmannschaft Alexander Baschkow eingesetzt werden von Dynamo Moskau. Das ist Tommy Bergmann, der auf den Kopf gedeutet hat. Stämmiger Verteidiger. Im Lager der Schweden herrscht also einige Aufregung ob der harten Gangart. Aber Christa Abrahamsson ist wieder unterwegs in sein Tor. Der Kampf kann weitergehen. Heja Sverige steht auf diesem Transparent vorwärts, Hoppa auf Schweden. Bulli im Verteidigungsdrittel der Skandinavier. Geschossen hat Lutschenko. Malte Jakuschew wieder neben. Und wieder Lutschenko. Malte. Und Milton ist wieder im Spiel. Eine Riesenchance für die Russen. Abgewehrt. Das war ein Abpraller von Håkan Wickberg. Noch immer Jakuschew. Hinein zu Malte. Und Eisig. Mit diesem Schlag hat sich die schwedische Mannschaft etwas Luft gemacht. Ragulin im Bild. Die sowjetische Mannschaft jetzt stärker. Aber die Skandinavier wehren sich weiter mit ganzer Kraft und auch mit Glück. Oh, das war eine Chance für Karlamov. Vikulov. Noch immer Vikulov. So ein Stangenschuss. Abpraller von der Stange. Und hier kommt das Break. Lutschenko hat abgewehrt. Pettersson. Schuss. Tretjak hat keine Mühe. Tsigankov, noch immer Tsigankov, der Verteidiger.
Kaiser Firsas. Eine Riesenchance war das, und zwar für Stig Johansson. Tretjak wurde ins Tor hineingeschleudert, ist aber bereits wieder auf den Beinen. Kampf geht weiter. Da hat er sich wieder kurz hingelegt. Chance für Vikulov vergeben. Das ist der Nordlander. Wieder kommt es zu einer Ranglerei. Auf der einen Seite Nordlander auf dem Boden, auf der anderen Seite Tretjak. Und zurzeit sind die Spieler beider Mannschaften komplett auf dem Eis. Firsov hier im Kampf, wenn man so sagen darf, gegen Tommy Abrahamsson. Abrahamsson ist der Mann mit der Nummer 6. Interessanterweise kümmert sich niemand um den liegenden Nordlander, sondern nur um den unmittelbaren sowjetischen Gegner. Jetzt ist der Arzt da. Bei den Schweden herrscht Betrieb wie in einer mittleren Ambulanz. Und wir können nur hoffen, dass sich die Spieler nach diesen Zwischenfällen doch wieder einigermaßen beruhigen. Leicht ist dieser Kampf nicht zu leiten. Denn wenn Gagnon und Bader so richtig durchgriffen, dann stünden von beiden Mannschaften meistens nur je 3 Feldspieler auf dem Eis neben den Torhütern. Nordlander. Möglicherweise muss jetzt Karlamov vom Eis. Schiedsrichter Bader hat jedenfalls etwas angesagt. Ja, Karlamov muss auf die Strafbank für 2 Minuten. Wieder ein Disput. Firsov ist da und Wladimir Petrov. Aber die Schiedsrichter lassen sich auf keinen Disput ein. Ragulin ist auch nun erschienen, um mitzudiskutieren. Aber Schiedsrichter haben verständlicherweise für Diskussionen dieser Art wenig Verständnis. Karlamov, bisher erfolgreichster Torschütze des Turniers. Er hat es bis jetzt auf 4 Treffer gebracht. Romiszewski im Bild. Milton. Und Fixierung der Scheibe an der Bande durch Wladimir Petrov. Das gibt Bulli. Wickberg, sich nicht durchsetzen können. Das ist Hammerström. Sehr schneller Mann, ein junger Mann. Es fehlt ihm noch etwas an Routine, aber wenn die mal da ist, dann wird er ein ganz großer Spieler sein. Lundström. Vorlage für Hammerström wieder. Er wartet geschickt, bis seine Kameraden aus dem Angriffsdrittel heraus sind. Hammerström, abgewehrt von Petja. Der Schütze war jetzt Tommy Bergmann. Die Schweden versuchen natürlich ihre zahlenmäßige Überlegenheit auszunutzen. Mischakow und Davidov im Kampf an der Bande. Spielstand nach wie vor 1
1:0 für die Sowjetunion. Das ist Jakuschew und es verteidigen Davidov und Kuskin. Kuskin, der Kapitän der Mannschaft. Jetzt hat er Scheibe. Hat ein ziemlich wechselvolles Sportlerschicksal hinter sich. War einige Zeit ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Nationalmannschaft, aber er muss sich sehr gebessert haben, denn jetzt ist er ja bereits Kapitän des Teams. Das ist Eising. Bulli vor dem Tor der sowjetischen Mannschaft. Diesen Mann, den Sie im Mittelpunkt des vorigen Bildes hatten, kennen Sie ganz bestimmt. Das ist Oberst Tarasow. Scheibe ist über die Bande gesprungen, bleibt als Souvenir im Zuschauerraum. Das heißt, einer der Japaner wollte sie sogar zurückgeben, aber der Schiedsrichter Bader war sehr großzügig. Die Mannschaften wechseln wieder aus, die Garnituren. Das ist ja auch ein taktisches Spiel, mit den richtigen Leuten die Gegner zu bekämpfen. Ganz vorne im Bilde Lindberg mit der Nummer 23. Ragulin geht nach. Und schöner Einsatz von Sigankov. Lindberg abgewehrt. Pirsov ist jetzt nach hinten geeilt, organisiert die Abwehr. Und die Russen sind wieder komplett. Karlamov, erster Fehlpass. Abseits, ganz klar. Die Schweden, das habe ich zu Beginn schon gesagt, haben in der Weltmeisterschaft im vorigen Jahr in Bern mit 0:8 verloren und sich nachher in Genf wesentlich besser geschlagen und nur 3:6 verloren, aber sie hatten in beiden Spielen eigentlich keine reelle Chance. Schenko. Romiszewski. Johansson daneben gefahren. Unterwegs zum Tor war Plinov. Wieder Plinov. Arbeitet sehr viel, dieser Spieler. Mischakow. Und eine Bombe war das von Petrov. Lutschenko wieder. Petrov, schlechtes Abspiel. Gegenangriff und ein Bärenschuss-Toll von Tommy Abrahamsson. Scheibe blockiert von Tsigankov. Spielstand nach wie vor 1:0 für die Sowjetunion. Tommy Bergmann wurde verletzt. Nein, es ist Tommy Abrahamsson.
der andere Tommy im Team der Skandinavier. Kuskin, Davidov, Jakuschew. Bergmann verletzt, aber nach den Handbewegungen des Schiedsrichters auch ausgeschlossen. Und zwar wegen Behinderung. Bergmann am Knie offenbar angeschlagen. Der Arzt bemüht sich um ihn. Und wenn die Behandlung längere Zeit dauern sollte, dann wird wohl ein Ersatzmann für ihn auf die Strafbank müssen. Es sind 11 Minuten und 16 Sekunden gespielt. Es geht also bis zum Ende dieses zweiten Drittels. Noch 8 Minuten und 44 Sekunden. Da kann selbstverständlich noch einiges passieren, denn das, was passiert ist, war nicht sehr eindrucksvoll. Es gab Einlagen und Härtetests auf beiden Seiten, aber das, was die Zuschauer gerne sehen wollen, das ist bisher nicht eingetreten, nämlich das Fallen vieler schöner Tore. Geht ein Ersatzmann auf die Strafbank. Bergmann wird weiter behandelt. Diskussion zwischen Pettersson und dem Schiedsrichter Gagnon. Kommt nun Bergmann oder kommt ein anderer? Ja, es ist Milton. Nein, der wird zurückbeordert. Wer kommt nun wirklich? Johansson. Dickeren Johansson. Das heißt, der Milton wird in nächster Zeit mehr gebraucht werden als Johansson. Tommy Bergmanns Knie wird behandelt. Wieder abgewehrt von dem großartigen Christa Abrahamsson. Lutschenko. Und das ist der schnelle Jakuschew, Maltsev, der ist noch schneller. Noch immer Maltsev. Oh, das war eine tolle Chance. Schadrin war zu langsam. Lundström. Schöberg. Wieder Jakuschew. Schadrin wird abgeblockt. Wieder Schöberg im Kampf. Und die Scheibe hat sich Håkan Wikberg geangelt, aber schlecht abgespielt. Maltsev. Wieder die erste Linie. Der sowjetischen Mannschaft aufs Eis. Hier sitzt Johansson auf der Strafbank. Vikulov. Gankov hat nach vorne gespielt. Firsov, Tor! Firsov hat auf 2:0 gestellt. Nach 12 Minuten und 42 Sekunden eine 2:0 Führung für die Sowjetunion. Und nimmt man alles in allem, dann ist diese Führung verdient. Die Wiederholung in Zeitlupe. Der Puck kommt von Lutschenko.
eine Firsov-Bombe, eine Bombe alten Stils. 7 Minuten und 18 Sekunden sind noch zu spielen. Lindberg an der Scheibe. Hammerström geht nach. Ist aber richtig daneben gefahren. Kharlamov. Eine glänzende technische Leistung von Kharlamov. Schwerer Fehler jetzt wieder Kharlamov. Firsov kam nicht an die Gummischeibe. Vitulov für Firsov. Kharlamov. Hammerström und Lindberg zu spät gekommen. Kharlamov, tolle Chance für Vitulov. Gehalten von Abrahamsson. Hier sind tatsächlich zwei ganz große Torsteher am Werk. Nicht nur der Körpergröße nach, sondern auch der Leistung. Hammerström. Mit dem Vornamen Inge, also nicht Inger, sondern Inge. Inge Hammerström. Die Schweden sind wieder komplett. Fehlschuss von Lundström, das heißt, er hat die Scheibe nicht unter Kontrolle bringen können vor dem Schuss. Fehlpass Petrov. Petrov gegen Hammerström. Hammerström hat nicht sehr gut abgespielt. Blinov. Das war Hammerströms Geschoss. Und Sie haben erkennen können in dieser Aktion, was dieser junge Mann kann. Wieder Hammerström. Wickberg. Kein Tor. Die sowjetische Verteidigung ist aber schwer unter Druck gewesen. Die Sache ist noch nicht bereinigt. Eising. Das gibt Bulli vor dem Tor der russischen Mannschaft. Man kann hier tatsächlich von einer russischen Mannschaft sprechen, denn die Spieler dieses Teams kommen fast zur Gänze aus Russland. Vielleicht ist der eine oder andere Ukrainer dabei. Fußball ist es ja anders, da kommen viele aus Georgien. Und die Meistermannschaft kommt überhaupt aus der Ukraine, aus Kiew. Tretjak wird behandelt. Bisher als Meister seines Faches ausgewiesen. Jakuschek.
Malte. Nordlander. Davidov. Jakuschew hat da reingegeben. Und Nordlander hatte einige Mühe, die Scheibe auszumachen. Petrov. Sehr aufmerksam, Christa Abrahamsson. Denn Maltsev hat die Scheibe elegant vorbeifliegen lassen, in der Hoffnung, dass Abrahamsson dadurch überrascht würde. Wieder eine Boxeinlage. Nordlander ist da. Zu 0 führt also das sowjetische Team. Beide Tore wurden vom ersten Angriff geschossen. Der erste Treffer durch Harlamov und der zweite von Firsov. Anspielpunkt. Ragulin, wieder Firsov. Von Nilsson geschossen hat dann der Mats Lind. Firsov, glänzend aufgelegt. Das Tor verschoben. Ich glaube nicht mehr, dass Absicht dabei war. Richter Gagnon bemüht sich, das Gehäuse wieder richtig zu verankern. Da müssen zwei Löcher ins Eis gebohrt werden und die Zapfen am unteren Teil des Tors werden dort eingesetzt. Jetzt müsste es passen, ja. Noch 2 Minuten und 37 Sekunden. Spielstand 2:0 für die Sowjetunion. Beim Bulli Eugen Mischakow auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es Östling. Wieder Hammerström. Tolle Vorlage von Petrov. Und schlechtes Abspiel. Thank you.
Jakuschew und Schadrin im Bild und von den Schweden Palmqvist. Das Tor wird weiter verankert. So, jetzt müsste das passen. Malzew. Und Eising. Und immer wieder geraten Spieler aneinander. Die Schweden bisher fast ebenbürtig, nur nicht so glücklich im Abschluss wie die Russen. Von Zigankov. Hier so. Zigankov wieder ein Fehler. Und das war Eising. Noch 55 Sekunden bis zum Ende des zweiten Drittels. 2:0 für die Sowjetunion. Sehr viele Kinder in der Eishalle. Ich hoffe, die Begeisterung der Jugend können auch Sie hören. Firsov, erfolgreichster Schütze der Weltmeisterschaft in Wien 1967. Er ist noch immer ein ganz großer Könner. Sehr gut gemacht von Bikulov. Aber hier kommt der Gegenstoß. Und zwar Fehlpass von Wickberg. Noch 20 Sekunden. Die Chance. Hammerström. Hammerström. Aber der Pass zu Wickberg kam nicht. Charlamov. Und aus ist das zweite Drittel. Spielstand also 2:0. Im Schlussdrittel spielt die Sowjetunion zunächst einmal die ersten 10 Minuten von links nach rechts, die Sowjets in rotem Dress mit weißen Paspillierungen. Sjöberg.
Hammarström. Und Abseits. Ein wenig spät gepfiffen, aber dennoch richtig. Regulin. Und wieder ein, zwei Linien Abseits. Außerhalb der Bande. Lenz. Nilsson, Östling, Lindberg, die Schweden greifen etwas zu zaghaft an. Sind zunächst einmal auf Sicherung des Tores bedacht. Und deshalb fehlt ihnen oft ein Mann im Angriffsdrittel. Lenz. Sjöberg. Nilsson. Bergmann. Möglichkeit. Und Tor! Palmquist. Nein. Doch, 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 es war Tor. Die Sowjets haben zwar weitergespielt, aber Abrahamsson fuhr aus dem Tor heraus. Und nun die Zeitlupe. Krasse Deckungsfehler des Sowjets und Palmquist hat sich diese Chance nicht entgehen lassen. Unhaltbar für Trecher. 2:1, also nach 2 Minuten und 18 Sekunden im letzten Drittel. Übrigens das erste Tor, das bei voller Stärke beider Mannschaften erzielt wurde. Nordlander. Zwei Linien abseits. Wickberg gegen Schadrin. Hammarström. Sjöberg. Schickt sich zerstören.
Hammarström. Chadrin. Maltsev gegen Östling. Von beiden Seiten wird mit erheblichem Ansatz gekämpft. Und darunter leidet selbst bei den Sowjets die überragende Technik. Firsov gegen Palmquist. Nordlander. Und Tor, Charlamov. Nicht zu fassen, dieses 3:1. Selbst in Deutschland bezeichnet man einen solchen Treffer als Bauerntor. Dann nämlich, wenn man um das Tor herumfährt und in die kurze Ecke schießt, ein Fehler von Abrahamsson. Und die Zeitlupe dazu. Das zweite Tor von Charlamov in diesem Spiel, sein 5. Treffer im Turnier insgesamt, und damit steht er deutlich an der Spitze der Torschützenliste. Ein vermeidbares Tor, wie ich meine. Lindberg. Nilsson kommt nicht heran. Lind, eine Chance. Hätte er schießen müssen. Sjöberg. Und Kretschak auf der Scheibe. Gennen muss Nielsen vor unbedachten Taten zurückhalten. Dank an Torhüter Tretjak, sicherlich in dieser Situation verdient. Bulipetrov und Palmquist. Blinov. Petrov. Blitzschnell. Und Abrahamsson. Abwehr ohne Stock durch Milton. Seine Schläger verloren. Nun hat er ihn wieder. Palmquist. Petrov. Nordlander. Bergmann. Petrov. Michakov. Hoher Stock. Ist gepfiffen und das gibt Bulli an der blauen Linie. Fünf Minuten im Schlussdrittel sind gespielt. 3:1 für die Sowjetunion gegen Schweden. Davidov. Maltsev. Hammarström. Schönes Solo. Lundström. Wickberg gegen Davidov. Nochmal Wickberg. Nicht zu trennen von der Scheibe. Möglichkeit Nilsson. Und Tor! 3:2 durch Hammarström. Kretschak offensichtlich in der Sicht behindert.
Und noch einmal die große Chance für Schweden nach 6 Minuten im Schlussdrittel. Und dazu wieder unsere Zeitlücke. Bin gespannt, ob die Sowjets jetzt ihre Nervosität bändigen können, ob die Schweden weiteren Auftritt bekommen. Charlamov. Nein, noch ein zweites Mal geht dieser Trick mit dem ums Tor herumfahren nicht mehr. Charlamov. Ragolin und Abrahamsson. Sehr gut. Nordlander. Scheibe über der Bande und die Schweden reklamieren, dass es ja wohl doch ein hoher Stopp gewesen wäre. Was zweifellos nicht unrichtig ist, aber Schiedsrichter Gagnon erkennt das nicht an. Aber jetzt auch eine unterschiedliche Auffassung zwischen Franz Bader und Gagnon, und Bader setzt sich durch. Er war näher am Tatort und deshalb gilt seine Entscheidung. Petrov gegen Linz. Etwas leichtfertig jetzt die schwedische Deckung. Östling, Linz und Nilsson. Und er ist schneller Sprinter. Mir scheint, die Schweden wittern ihre Chance jetzt. Eingeklemmter Puck und Bulli. Das japanische Publikum absolut neutral. In jedem anderen Land würden sicherlich die Schweden jetzt große Unterstützung finden, wenn sie als Außenseiter nahe daran sind, dem hohen Favoriten vielleicht sogar einen Punkt abzunehmen. Kuskin. Nordlander. Milton. Bergmann. Die Schweden haben jetzt 3 Verteidiger auf dem Eis. Setzen offensichtlich frische Leute ein. Nordlander, Milton, dann Abrahamsson. Jetzt aber wieder der erste Sturm mit Wickberg, zum Bulli mit Schadrin und dazu Lundström und Hammarström. Kuskin. Hammarström. Wickberg. Blitzschnell. Möglichkeit. Tor! Nachschuss von Wickberg, nachdem Hammarström Schuss von der Brust abprallte. Das 3:3. Und wieder die Zeitlupe, die Ihnen diese Situation ganz deutlich vorführt. Ein Blitzvorstoß der Schweden. Ähnliche Situation vor einem Jahr beim zweiten Spiel dieser beiden Mannschaften bei der Weltmeisterschaft in Genf. In Bern hatten die Sowjets noch mit 8:0 gewonnen. Im zweiten Spiel führten die Schweden in Bern sogar 3:2.
ehe sie dann doch noch mit 6:3 verloren. Und jetzt zweifellos das Publikum hinter den Schweden. Man wittert eine Sensation. Kirsdorf und Linz. Zigankov. Lindberg. Ragulin. Lindberg. Sjöberg. Und Tretjak. Letzte Minute der ersten 10 Minuten des Schlussdrittels. Und die Sowjets deutlich im Schwimmen. Eingeklemmter Puck. In diesen Augenblicken zeigt sich, dass die Mannschaft des 11-maligen Weltmeisters und 3-maligen Olympiasiegers nicht unverwundbar ist. Petrov und Palmquist. Lutschenko. Noch Flander. Müsste abseits angezeigt werden. Unerlaubter Weitschuss, Bulli am Tor der Russen. Hier ist Tarasov sicherlich auch etwas nervös. Und hier die Bank der Schweden. Die jetzt natürlich vor Einsatz für den Sprühen. Bergmann. Milton. Ist jetzt wieder auf dem Eis der sogenannte Verteidigersturm mit den Abwehrspielern Tommy Abrahamsson, Bergmann und dazu Palmquist. Nordlander deckt die Scheibe mit dem Körper. Möglichkeit, Wickberg und Tretjak. Uiui, wackeln die Russen hier. Aber Michakov und da die Sirene. Kein Tor. Abrahamsson fuhr vorher heraus. Noch einmal werden im Schlussdrittel die Seiten gewechselt für die letzten 10 Minuten. Tretjak, der Torwart, der jetzt so sehr im Brennpunkt des Geschehens steht. Und hier sehen wir, wie sich der schwedische Torhüter Christer Abrahamsson ein wenig erfrischt. Das ist gestattet, wenn es nicht allzu lange dauert, denn durch die Torwartmasken sind die Torhüter häufiger in der Sicht behindert. Man sieht es vor allen Dingen im Schlussdrittel, immer nämlich dann, wenn die Kondition der Mannschaft nachlässt und wenn Pausen sehr erwünscht sind. 3:3 also und nun die Schweden gegen die Sowjetunion in gelben Hemden und blauen Hosen von links nach rechts. Jakuschew. Gegen Östling, der für Svedberg, den alten Kempten, neu in die Mannschaft gekommen ist. Nicht Malzew. Jakuschew gegen Östling. Hammarström. Wickberg. Wieder Hammarström. Lundberg. Au, war das wieder hart. Schabrin. Malzew, Davidov, Lundberg gegen Kuskin, Schadrin,
Jakuschew, Malte. Lundberg. Malzew. Schadrin. Aber Sjöberg. Firsov. Heute nicht allzu sehr zur Geltung gekommen, der Star der Sowjets. Abrahamsson. Östling gegen Ragolin. Sjöberg. Eingeklemmte Scheibe und Bulli. Und Austausch. Anders als bei der Weltmeisterschaft, wo ja seit einigen Jahren in einer Doppelrunde gespielt wird, gibt es im Olympischen Turnier nur jeweils eine Begegnung der beiden Mannschaften. Und zum ersten Mal entscheidet ein Olympiaturnier hier in Sapporo nicht gleichzeitig über die Weltmeisterschaft, da ja ein eigenes Turnier Anfang April in Prag den Welt- und Europameister ermitteln wird. Bergmann. Vikulov. Johansson. Palmquist. Jetzt wieder Vikulov. Sigankov. Und ein zerbrochener Schläger, Firsov. Johansson ohne Schläger. Jetzt hat er sich die Gelegenheit, sofort einen neuen Stock zu nennen, er lässt sich auswechseln. Firsov. Scharlamov. Pettersson. Scharlamov. Und Abrahamsson. Abrahamsson. Und auf dem Tor liegt der Puck und auf dem Tor liegen auch die Schläger der Spieler. Bis Schiedsrichter Genyen sich die Scheibe angelt. Auch diese Szene, weil sie so selten und rar ist, noch einmal in Zeitlupe. Bei Torwart Abrahamsson ist etwas an den Hosenträgern nicht in Ordnung. Die Spieler tragen ja regelrechte Hosenträger. Aber das ist bereits wieder gerichtet. Übrigens trägt Abrahamsson genauso wie Tretjak keine Plastikmaske, sondern ein Stahldrahtgeflecht. Romiszewski. Linz. Sjöberg. Nilsson. Linov gegen Östling. Lindberg. Ja, man muss weiterspielen, wenn die Möglichkeit ist, sonst kann es sogar eine Strafzeit geben. Die Sowjets tauschen komplett aus und ihm erscheint auch die Schweden, jawohl. Zu spielen noch 6 Minuten und 17 Sekunden im Schlussdrittel und der Stand zwischen Sowjetunion und Schweden 3-3. Schadrin mit der Nummer 19 für die Sowjets und Hammarström für die Schweden. Davidov. Möglichkeit bietet sich an. Bergmann. Und Tretjak, Nachschuss. Und wieder von Tretjaks Füßen abgewehrt. Gefährliche Situation. Jetzt Nordlander.
Maltsev. Sehr schön gemacht. Abrahamsson, der Bruder des schwedischen Torwarts. Jakuschew, Shadrin Maltsev. Möglichkeit. Und Abrahamsson hat die Situation blitzschnell erkannt. Jetzt bekommt das Spiel ein Feuer und trotz allem Kampfgeist auch technisch hervorragende Leistung. Inzwischen etwa 6000 Zuschauer in der Halle und ganz erhebliche Stimmung. Schweden sind noch nicht komplett. Jetzt kommt Hammarström noch hinzu und nun kann es weitergehen. Vikulov gegen Gikreis. Jelzov. Wieder eingeklemmter Puck. 5 Minuten und 9 Sekunden restliche Spielzeit. Jetzt scheint es so, als nehmen sich die Sowjets besonders ausgiebig Zeit. Firsov mit Wickberg. Vikulov. Östling. Klemmt wieder die Scheibe ein. Alles geht auf Zeitaufschub hinaus. Offenbar sind die Schweden doch mit ihrer Kondition stärker am Ende als die Russen. Sie wechseln erneut aus. Nur 40 Sekunden waren die Spieler auf dem Eis. Firsov. Johansson. Und abseits. Tommy Abrahamsson war zu früh über die blaue Linie gefahren, nämlich den Schweden, aber auch die Sowjets tauschen. Und in der Abwehr Romiszewski und Lutschenko. Nilsson. Feinfest. Und Tretjak. Und da wirft sich Romiszewski auf das Eis. Die Schweden protestieren dagegen. Das müsste eigentlich 2 Minuten geben. Und leider noch einmal eine Rangelei. Und wieder bewundernswert, wie sich Bade aus Füssen dazwischen stürzt. Ein absichtliches Festhalten der Scheibe durch einen Spieler müsste eigentlich mit 2 Minuten bestraft werden. Die Schweden sind im Recht. Schauen Sie sich noch einmal die Zeitlupe an. Es gibt keine Hinausstellung. Möglichkeit nochmal. Unglaublich, was sich die Sowjets, die sichtlich nervös sind, an Schnitzern in der Abwehr leisten. Lutschenko. Ein neuer Puck wird herangeholt. Denn wenn die Scheibe einmal über die Bande hinausfällt, dann steckt sie sich der nächste als Souvenir an.
Bergmann, der zur Abwechslung jetzt einmal wieder Abwehrspieler ist. Dort ist eine Scheibe. Abseits, Abseits, jawohl. Lundström war etwas zu eilig gewesen. Ragolin mit der Nummer 5 und Zigankov links im Bild. Wieder die Russen in stärkster Formation mit der Firsov-Reihe. Firsov, Scharlamov, Vikulov und in der Abwehr Zigankov und Ragolin, die jetzt laufend auf das Eis kommt. Ein unerlaubter Weitschuss. Zu spielen noch 3 Minuten und 22 Sekunden. Und schade, dass die Kamera so schnell umschnitt. Tschernyschew und Anatoli Tarasow hatten, wie wir jetzt wieder im Bild sehen, sicherlich noch einige taktische Erwägungen. Bulli mit Lind und Firsov. Vikulov kommt nicht heran, Lindberg, schwach, Vikulov, aber Lindberg macht seinen eigenen Fehler wieder gut. Scharlamov. Zigankov, Ragolin, Lindberg. Jetzt etwas unkonzentriert. Östling und eingeklemmte Scheibe. 2 Minuten 44. Die restliche Spielzeit. Aus 4 Ecken tönt jetzt das Scheibu der sowjetischen Zuschauer. Jakuschew. Hammerström. Lundström. Jakuschew, aber gleich 3 Mann bei ihm und dann wieder Christa Abrahamsson, der bis Ausnahme des 3. Tors der Sowjets, also sich verblüffen ließ, hier eine überzeugende Leistung geboten hat. 2:27, Sie sehen jetzt die Zeit. Oben rechts in der Ecke eingeblendet, die noch verblatt. Das war Maltes Chance. Schadrin. Und wieder klemmen die Schweden ein. Aber das Spiel geht weiter, die Scheibe ist frei. Maltes. Powerplay der Sowjets. Und Nervosität bei den Schweden, die die Scheibe nicht wegbringen. Jakuschew. Romiszewski. Wittberg. Lundberg. Abseits. 1:52 die Zeit. Abseits. Ragolin. Und Firsov. Gegen Nordlander. Zigankov. Vikulov. Firsov. Ragolin. Scharlamov.
Abrahamsson. Und Ragolin. Letzte Minute. Charlamov. Abrahamsson. Johansson. Schöner Kehrpass, gut angenommen. Lundström. Johansson. Kirsow. Gegen Nordlander. Hammerström. Romiszewski. Malzer. Petrov. Und Abrahamsson. Und ich denke, das war die letzte Chance. 4 Sekunden vor Schluss, dieser Pfiff. Es wäre eine Sensation, wenn bei diesem Bulli noch ein Tor fiele. 3:3 nach 0:2 und 1:3 Rückstand. Eine sensationelle kämpferische Leistung der schwedischen Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Billy Harris aus Kanada und mit einigen jungen Spielern gegen den 11-maligen Meister, gegen die Sowjetunion. Und die Schweden waren schon manchmal das Zünglein an der Waage. In Grenoble spielten sie am Schlusstag gegen die CSSR unentschieden und retteten damit der Sowjetunion den Turniersieg. Noch einmal wird das Spiel aufgehalten. Wickberg unterhält sich mit Schiedsrichter Franz Baser. Letztes Volley. Und die Sirene. 3:3 endet das Spiel. Die erste Sensation im Eishockeyturnier ist perfekt und der Beweis erbracht, dass die Sowjetunion auch in Sapporo nicht unschlagbar ist. Vielleicht wieder an ihrem alten Widersacher an der Tschechoslowakei scheitern wird. Und mit diesem Bild des Abschieds der beiden Mannschaften zurück ins Studio.